Was geht ab? Mucke am Start, Jungs. Wir sind seit, ich glaube, gefühlt 20 Jahren wieder da. Ich fühle mich wieder jung. Ich weiß gar nicht, wie das geht, aufzunehmen. Aber wir zocken hier eine kleine Runde GTA. Selten. Gab es das? Ich glaube, das gab es uns gar nicht. Und ich habe auch einen Gast eingeladen. Das ist Don Club Mato, unser CSGO-Experte. Und erstmal so, yo, komm. Face it, gang 10 geworden, Mate. Nicht schlecht. Wir spielen ein bisschen GTA, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Oh, wo ist ein iFruit? Sind das... Oh mein Gott. Es gibt ja diese Apple, ne? Ich gucke mir gerade die Marke an, ich gucke, wer ruft da an? Und dann steht da oben so iFruit. Das ist eine Apple-Verarsche. Alles klar. Scheiß Lester, der nervt. Guck mal, ich habe zwei Autos mit Mucke-Logos gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe das damals gemacht. Mega cool. Ich glaube, Bender hat mir mal geholfen. Gab es ein Programm, wo du deine eigenen Logos reinmachen konntest? So, da sind wir jetzt aber hier im Spiel. Es geht heute um zwei Themen, sage ich mal. Ein Thema ist, ein bisschen von Ark wegkommen. Aktuell, Ark macht mir immer noch mega viel Spaß. Viele fragen mich, wie kann ich Ark so viel spielen? Mal ganz kurz gesagt, Ark erinnert mich einfach an DayZ. Es ist ein Open-World-Spiel, macht immer mega Bock. Deswegen könnte aber mir auch vielleicht GTA Spaß machen. Bisher hat es nicht so viel Spaß gemacht, weil ich fand, dieser Online-Modus ist sehr schwach gemacht. Er ist einfach sehr schwach gemacht, mit 8 Mann zu spielen oder maximal 16. Immer Disconnects, immer dies, immer das. So war es mindestens bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Die es öfter gespielt haben, dann sind immer Cheater gejoint, dann sind Panzer gejoint, dann haben sich mal kaputt gemacht und so. Bei privaten Lobbys weiß ich nicht, wie man das machen kann. Nebenbei, wo bist du eigentlich? Ich muss mal gucken. Bin der Punkt da auf der Map, dieser blaue mit der Umrandung. Blaue mit der Umrandung? Ach da, ich sehe dich, okay. Leute, beweg dich mal nicht, ich komme zu dir. Mal gucken, ich habe das echt so lange nicht mehr gespielt. Doppelklick markieren. Ah, ich glaube, du wirst sogar mir markiert. Nur ganz klein, okay. Mal gucken, ob ich es drauf habe. Normalerweise habe ich immer das Auto kaputt gefahren. Aber, wo du mal hier gehen soll, es gibt ein... Beziehungsweise, ich habe letztens mal einen kleinen Post gemacht. Es ging auf Facebook rum. Und zwar habe ich gesagt, ich will ein bisschen von der Arksucht wegkommen. Was spielt ihr? Und dann haben mir viele Leute Sachen eingeschickt. Schön mal über die roten Ampeln fahren. Viele sagen, also ich sag mal, Lester, nerv mich bitte nicht. Die meisten Leute haben gesagt, PUBG, League of Legends, CSGO sind das Übliche, aber auch sehr viele haben gesagt, GTA Live-Modus, Hallöchen. Ist das ein Auto hier? Was ist das rechts, ja? Der. Alter, was ist das für ein. Gibt's neue Autos? Nein, das ist noch einer von die Standards drin gewesen. Jo, Stange erstmal weg. Das ist einer von den Standardautos, so mit Cabrio. Oh, wie kann ich denn hier schneller laufen? Ja, so ein kleiner Bentley-Verschnitt quasi. Ich habe hier so viele Waffen, ich weiß gar nicht. Das Problem war, Leute sind in der Lobby gejoint und haben auch noch die Waffen und Geld und alles zugeworfen. So, das hat einfach keinen Spaß mehr. Ich habe hier 7000 Schuss mit der AK mit. Ich glaube nicht, dass das okay ist, real. Ich lasse einfach mal so. Ich will jetzt hier auch... Okay, komm mal, dann ballern wir den hier erstmal weg. Alter, BAM! Ey, komm hier unten ab. Die rufen die Bullen. Wir wollen keinen Stress. Ey. Oh, da kommt schon Polizei. Schnell weg. So dumm eigentlich dieses Game. Kannst du einschränken? Ja, du kannst einschränken. Ich weiß nicht, das konnte man ja. Ich habe jetzt irgendeine Aufnahme gemacht. Was ist das? Aktives Rennen in der Stunt? Ich habe, glaube ich, irgendwas akzeptiert. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber so zurück zum Thema. Sau viele haben gesagt, es gibt eine Real-Life-Mod. Ja, wie in Arma 3 gibt es ja altes Live. Es gibt. Was gibt es noch für Modus? KW-Server. Es gibt Lakeside-Server. So ein bisschen Roleplay-mäßig. So nach Motto. Ja, hey, wir spielen dies und bilden uns eine eigene Rolle. Wir erfinden eine Rolle und versetzen uns hinein und spielen zum Beispiel. Ich bin der Drogenhändler, du bist der Chauffeur oder Polizist und Rebellen und sowas. Und sowas gibt es jetzt hier auch in GTA. Gibt es wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Für mich ist das neu. Ich habe das ein paar Mal gehört. Hab mir ein, zwei Streams angeguckt, ganz kurz. Nur wirklich kurz reingeguckt. Hat mir bisher gefallen. Clubmatic kann da, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen, weil er sowas schon vorher in GTA San Andreas, was er gesagt gespielt hat, und erzählt euch jetzt mal so, wie das damals war. Sag mal was. Hallo? Jojojojojo. Okay, Sachen. Der Mann aus Albuquerque.
Was geht? Oh, Lester, Mann, halt bitte deine Fresse. Okay, jetzt kannst du. Nee, früher gab es zwei Spielmodis, so MTA und SAM. Die meisten kennen das wahrscheinlich. Das sind so die Spielmodis gewesen, die man brauchte, um quasi auf so Server zu joinen, die Real-Life-Fiesen halt. Und es war halt eigentlich relativ geil. Gerade in GTA San Andreas habe ich sehr viel MTA gespielt, auf Real-Life-Servern. Da konnte man halt richtig cool Jobs und so annehmen, sowas wie zum Beispiel einen Müllmann-Job oder einen Straßenkehrer, konnte man dann halt mit so einem Sweeper durch die Gegend fahren und so Marker einsammeln und so hat man dann halt so ein bisschen sein Geld gemacht und konnte sich dann halt so Autos leisten. Es war eigentlich relativ geil. Da gab es halt auch so Fraktionen. Und machst du dir eine neue Friese? Ich guck mal, was es hier so gibt. Ja, genau, da gab es halt auch so Fraktionen, Polizei, so Grove Street und so, das war richtig cool. Gab es halt auch so Bandenkrieg quasi mit Ballers und der Grove Street. Das wurde quasi alles übernommen von dem eigentlichen Spiel und ja, das war der Hund. Aber man konnte trotzdem so eine eigene Bande gründen. So für mich natürlich, so natürlich kann man sich legal und alles sowas machen, aber für mich, sage ich mal, im Vordergrund wäre, glaube ich, ich würde richtig gerne irgendwie so ein bisschen die Cops abfucken, so ein bisschen durch die Gegend ziehen, so ein Drogenmilieu starten und einfach vielleicht sogar mit der Community einfach so ein paar Leute aus der Community rekrutieren, um Drogengeschäfte zu machen. Wäre das sowas möglich? Ja, das wäre alles möglich. Also ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt bei den Real-Life-Zonen ist. Ich habe das jetzt nur mal so gesehen gehabt, dass man dort auch Drogen quasi, weiß nicht, es ist eigentlich wie ein, also wie ein Armer angesiedelt. Du kannst dir quasi dort die Drogen quasi erarbeiten oder irgendwie gab es da so eine Plantage und dann musst du die verarbeiten und dann kannst du die irgendwie verkaufen. So wie ich das jetzt in Erinnerung habe, in Arma war es ja eigentlich so, dass man die immer einem Verkäufer abgeben konnte. Ich fände es aber cooler, wenn man das wirklich so direkt so an den, an, weiß nicht, so weitergeben. Also wenn man so richtig noch so ein Slang und so drauf hat und so, weißt du, wie man, dass man das so richtig persönlich so weiterverkaufen kann. So ein, das ja, eigentlich ja, aber ich denke, das ist doch alles über Roleplay machbar. Ne? Das ist ja, das ist halt das Gute an Roleplay, man kann es gestalten, wie man es möchte. Probier genau, ja. Lass mal eine Runde Tennis. Ich habe noch nie, glaube ich, in diesem Game Tennis gespielt. Ich schwör's, wir verkacken gleich so. Das gibt's ja auch so. Gott, gibt's ja Golf und sowas. Ja, ja, genau. Es gibt halt die normalen Grund-Minimods, so Golfen. Ich glaube, Billard gibt's auch bestimmt. Tanzen, weiß ich noch, gab es. Tennis. Aber es gibt Tanzen? Halt auch. Ja, du kannst irgendwie tanzen in der Disco oder so. Sondern gibt es halt normale Modis, Rennen und sowas. Das ist nicht das normale Online, aber das Roleplay unterscheidet sich. Lester, ich schwör's dir, bitte hör auf, mich anzurufen, das ist Stalking. Real Life unterscheidet sich, indem du das halt alles aufs RP setzt, ja. Also, du kannst auch bestimmt dort auf dem Real Life Server golfen. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich weiß auch nicht, wie viele Server es gibt. Ich würde mich da einfach mal bewerben, so. Ich wollte das in Arma 3 machen. In Arma 3 habe ich mich beworben auf dem KW-Server, wurde auch angenommen, soweit. Also, beziehungsweise es ging weiter in die Teamspeak-Bewerbung, dass ich mich da vorstellen sollte, nochmal so wegen Regeln, alles. Aber da ich sehr wenig Zeit habe, haben einfach. What the fuck, mein Auto ist so tiefer gelegt. Haben wir einfach keinen Termin gefunden, wo wir das zusammen machen konnten, weil entweder war ich nicht da oder die Leute waren nicht da. Und ja, daraus wurde jetzt im Endeffekt nichts, obwohl ich echt gerne Arma 3 mal angetestet hätte. Ist aber auch nicht schlimm, muss ich hier rein. So. Ich glaube, der Marker ist oben drauf. Oben drauf, okay, warte. Ist irgendwie eine Treppe oder so? Ja, ich glaube hier. Oder oben müssen wir lang. Man in Real Life auch so fahren dürfte, ne? Oh mein Gott, würde man sich arbeiten. Vor allem, ich suck hier niemanden, ne? Ich bin die, Alter, was geht? Doch, gar nichts. Da passt unter mein Auto durch. Entschuldigung. Na ja, gut, okay, komm, hier müssen wir laufen. Mann, Lester, jetzt hör auf. Wenn ich Lester einmal annehme, wenn er seinen Job mir gibt, ist, dann hört er auf, mich anzugehen. Ja, guck mal, der hat schon Tenniskleidung. Nein! Einmal da hintreten, komm, komm, wir wollen hier keinen Stress, wir wollen ein bisschen spielen. Let's go, zwei Spieler. Können wir jetzt eh machen, einfach wir spielen gegeneinander? Du kannst dort reingehen in den Marker und mich dann einladen. Das würde gerne, ich weiß nicht. Ich glaube, das geht nicht so.
besten Liste auswählen. Oh, kannst du mich eigentlich. Oder warte. Einstellung betätigen. Ein Satz. Wir machen drei Sätze. Ne, wir machen mal einen Satz zum Üben. Ich habe keinen Plan. Wie kann ich dich einladen? Mit Position oder? Du musst dann, glaube ich, in so ein weiteres Tab gehen. Da gibt es dann irgendwie. Einstellung bestätigen. Erlaubt es dir, Freunde und Crewmitglieder mit Mitspielern einzuladen? Ja? Ah, okay, ja. Ich habe es durchgefunden. Ne, warte, ich habe das gefunden. Aus aktueller Sitzung, meine Freunde, meine Crewmitglieder. Habe ich dich jetzt eingeladen? Einen Moment. Crewmitglieder? Aber das dauert dann halt immer. Ja, gut, warte, eingeladen. Okay, also ich würde gerne mal diesen ganzen Relay-Modus und sowas alles antesten. Ich kann mir vorstellen, das kommt richtig gut an. Zumindestens kann ich, ich war ja mit der Arma Engine so lala, ich bin da so lala. So, wie machen wir jetzt? Join? Join? Spielen. Einfach spielen jetzt. Ich war mit der Arma, ich habe Arma 2 geliebt. Arma 2 ist für mich eins der Games, die mich geprägt haben. Arma 3 konnte ich damals nicht spielen. Deine Wette. Oh, Digga, lass mir hier Money setzen. Oh, man kann nur 1000 setzen. Gewinneraktion. Trockenvögel. Bereit zum Spielen. Arma 2 hat mich geprägt. Allerdings habe ich das damals schon nie gemacht. Okay. Du schon. Aber dann mach ich jetzt hier. Wir testen einfach mal. Arma 3 hat mir nie wirklich gefallen, weil es geleckt hat. Oh, shit. Ich hab Glück gehabt. Was? Ich weiß nicht mal, wie man schlägt. Ich schläg mal mit Linksklick wahrscheinlich, ne? Ja, warte, lass mich mal ganz kurz noch nicht. Linksklick, Rechtsklick ist dasselbe. Okay, egal. Let's go. Boah, Alter, yo! Bam, Alter! Sing, Alter! Nein! Zu spät gedrückt. Nicht schlecht. Das ist cool, Alter. Das macht okay. Spaß. Arma 3 lief bei mir nie und Arma 3 hat mich mega abgefuckt wegen dem. Es ist alles, die Steuerung ist ein bisschen langsam. Ich mag es, dass es so viele verschiedene Sachen gibt. Aber was ich absolut nicht mag. Oh, in der Luft gecatcht! Nein! Guck mal, du kannst mit. Du kannst noch anders schlagen. Irgendwie mit Space kannst du so lange Aufschläge machen. Und mit Shift kannst du so ganz kurze Stoppbälle machen. Also okay, bis vorne ans Netz. Okay. Aber der macht bei mir immer dieselben. Ich teste mal. Ach, das war ein langer. Okay, das war jetzt Leertaste. Ja, verstehe. Ja, ja. Okay, ist das vielleicht mit Linksklick und Rechtsklick auch so? Ich teste einfach mal. Weil ich glaube, das kann man auch bestimmt nur mit der Maus zocken. Ja, ich weiß nicht. Komm her. Und langer Ball nach rechts. Oh, Junge, war der gut. Bis wie viel geht das? Ich glaube, 75 oder so? Ich bin mir gar nicht so sicher. 45 und dann hast du einen Matchpunkt, glaube ich. Okay. Breakpoint heißt das. Ach, keine Ahnung. Ich bin kein Tennis-Profi. Okay. So, jetzt aber. Bam! Oh, kurzer Ball. Oh, yeah. No. Das war knapp, ey. Ich glaube, man muss lange Bälle spielen. Die sind gefährlicher als kurze. Ja. Lange Bälle sind gefährlicher als kurze. Hast du nur einen Satz eingestellt, oder? Ja, ich habe nur einen Einsatz. Dann ist auch schon lang genug wieder. Oh. Ja, lange Bälle sind's einfach. Spiel verloren. Was? Seitenwechsel. Okay. Punktestand? Guck mal, Pro Labs, das gab's auch in GTA San Andreas, die Sportmarke, das war witzig. Zielen, E beenden, Anschlag beginnen. Wie komisch der Ball immer fliegt. Jo, Alter, das siehst du manchmal einfach gar nicht. Der macht manchmal so eine übelst komische Kurve, so. Ja. Voll komisch. Meinst du, man kann so ein Tennisturnier auf so einem Roleplay-Server machen? Locker, oder? Stimmt. Guck mal, ist da alles möglich. Also ich würde natürlich wie immer, meine Absicht wäre es, eine eigene, Ja, da habe ich dich geflaxt, Alter. Oh! Wow! Was ist das jetzt? Wow! Jetzt geht's los. Wow! Kurz, Alter! Wow! Nee. Yo! Come back! Naja, nein, ich würde auf jeden Fall wie immer so ein bisschen Mafia-mäßig machen. Das war immer so mein Ding, so ein bisschen, bisschen Stress zu schieben. Ja, ein bisschen Stress zu machen und sowas halt alles.
Oh, was? 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 Du warst bei mir. Ich würde es. Du warst bei mir nicht dran. Du warst bei mir nicht dran. Bei mir war es aber auch ein Luftschlag. Aber auch von der Performance her finde ich, dass GTA einfach besser ist, weil es halt, du hast diese nicht gefühlten Lags, oder wie man sagen kann. Boah, da habe ich dich aber. Ja, da war gut aus. Man muss halt echt gucken, wo der Gegner hinläuft. Obwohl, man kann antäuschen und so. Man kann ja auch mehr, man kann so Golfturnier oder so Standardsachen machen. Man kann auch was anderes, Autorennen oder so erfinden. Ich glaube, inzwischen kann ja auch jeder ein Rennen machen. Ich weiß auch nicht, auf diesen Roleplay-Servern und so können die Leute ja auch immer selber etwas programmieren, ne? Die können ja selber Sachen programmieren. So zum Beispiel, ich weiß das von Arma 3, die haben eigene Autos reingebracht. Die haben eigene... Die haben eigene Gebäude und sowas reingebracht. Ich weiß ja nicht, ob das ein externer Server ist oder nicht. Also vielleicht kennt sich jemand von euch aus und hat das schon mal gespielt und kann dazu was sagen. Ich kann auf jeden Fall nichts dazu. Wow. Der war auch in der Luft. Oh. Jetzt. Jawohl. Na, was? Jo. Nee. Jo, 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 jo. Vielleicht hat das jemand von euch schon mal gespielt? Kann uns Tipps dazu geben? Und, oder vielleicht sogar andere Spiele empfehlen, die man einfach so zocken kann. Ich will das natürlich auch on-stream zocken. Ich weiß nicht wie, ob vor oder mit Ark. Ark wird natürlich bleiben. Also Ark bleibt ist... Oh, Alter, war das eine Maschine. Vorteil, Mucke. Was heißt Vorteil? Sowas also, wie ja, man muss, ich muss mit einem Vorteil sein, ne? Ja, ja. Wenn du jetzt noch einen Punkt machst, geht der Satz an dich. Okay, perfekt. Was perfekt. Jojo. Nein. Jawohl. Jetzt ist wieder unentschieden. Jetzt müssen wir ja bis einer, zwei Punkte Vorteil haben. Alter, das ist ja, das wird ja mega lange das Game. Nur so ein scheiß Tennis-Game. Ja, vor allen Dingen, da gibt es doch noch so drei Sätze, ne? Weißt du, wie lange das dauert? Ja, ich habe erst mal überlegt, und dann dachte ich, ne, wir sind ja schon ein bisschen rumgefahren und so. Was war das denn? Das war Topspin. Wie machst du das? Rechtsklick war das. Wie, ich mach die ganze Zeit Rechtsklick. Ist das bei dir auch so dann, wenn bei mir die ganze Zeit so ein Kreis auf dem Boden, wenn ich schlage, oder nicht? Ja, ja. Ich hab gedacht, das wäre bei dir mal dieser Stoppball, aber das war also Topspin. Okay. Was heißt Topspin? Keine Ahnung, irgendwie das der Schmetterschlag oder sowas, was weiß ich. Oh, oh! Jawohl! Nein, hast du gewonnen. Ach Mann, Aushof verloren, Alter. Muss ich aber sagen, Junge. Gut oder geht's noch bis 3? Habe ich vielleicht doch 3 eingestellt? Ich habe keinen Plan. 3, glaube ich, ja. Okay, egal, dann machen wir. Dann ziehen wir durch hier, Alter, komm. Ich fick dich. Ich dachte, machst du voll fest und du machst so voll lockig. Okay, Pech gehabt. Hast du gedacht, ich zieh volle Kanne durch, oder ich was? Ich dachte, du ziehst voll durch. Ja. Okay, komm, gib mir die mal. Der sich dann bewegt. Oh. Was? Ich hab nach hinten geschlagen. Kann man das in Zeitlupe nochmal sehen, wie im Fußball? Ich glaube nicht. Das Coole ist, du hörst auch die anderen Leute die ganze Zeit fahren, aber die können nicht kommen und uns abballern, ne? Ja, bei mir auf der Seite siehst du auch die Autos fahren, das ist irgendwie witzig. Okay. Ja, aber ich würde das auf jeden Fall feiern, wenn wir hingehen würden und, sag ich mal, neben Art noch ein bisschen, Oh, das war der, war und der war. Der muss ich der lassen, ja. Der war vernichtend. Kann ich hier, wenn ich verliere, den Schläger auf den Boden hauen, kaputt machen? Jo, Alter, der hat gar nicht geschlagen. Der war zu schnell, Alter. Der war zu schnell fürs Auge. Du hast schon eine locker Übung. Meine Tattoos, mein Arm. Ah, du hast die Sonnenseite, hör mal. Ja. Ich hab die Sonnenseite. Keine Chance. Keine Chance. Spiel verloren. Gut gespielt. Noch ein Seitenwechsel, wie lange geht das denn hier? Ist das bis unendlich? Keine Ahnung. Okay, komm, ich mach. Lass mich einmal wenigstens gewinnen. Boom. Bam, Alter, der war vernichtend. Okay, aber wir wollen das Video hier nicht zu lang halten. Ich weiß nicht, wir werden noch ein bisschen weiter darin. Wir gucken mal, wie das ist. Jungs im Chat, Mädels im Chat, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr Ideen habt, was man spielen kann, falls ihr uns ein bisschen Feedback und schon Erfahrung sammeln konntet,
von dem GTA Live Server oder ich weiß nicht, was es für andere Server gibt. Gebt uns bitte Bescheid, sagt uns, lohnt es sich nicht, ist es cooler, ist es nicht cooler. Wäre es etwas für den Stream, einfach mal so 2 Stündchen oder so, vielleicht vor Arc oder nach Arc das zu spielen oder vielleicht ein bisschen länger auch. Hätte auch jemand vielleicht Interesse, selber zu spielen, sagt Bescheid. Sonst, ich verabschiede mich. Was? Achso, der muss erst einmal aufkommen, der Aufschlag. Achso, okay. Und Club Mate sagt jetzt auch nochmal bestimmt, hau rein. Ja, ne, gebt eure Feedback und wenn ihr vielleicht auch mit Coding oder so schon Erfahrung habt, das, ich glaube, das ist auch sehr erwünschenswert, so dass man auch mal sieht, so für uns, was für Möglichkeiten das quasi auf hat. Vielleicht kennt sich einer ja auch schon da aus so ein bisschen und ja, das war's eigentlich, ne? Alles klar. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal.